Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge vom European Track Simulator. Ich habe die Fahrt von Startpunkt bis hierhin, wo wir jetzt gerade stehen, auch aufgenommen. Wir sind im Singleplayer. Wunderschöne Autobahn da drüben. Wir sind auf der A2 zwischen Hannover und Magdeburg. Gerade unterwegs und tun hier 16 Tonnen Weizen aus Rotterdam nach, geht's überhaupt hin? Ja, nach Olsztyn. Nach Olsztyn. In Polen ist das. Olsztyn. Wir haben aufgetankt letzte Folge. Und wir müssen jetzt noch hier ein bisschen pennen. Und dann geht's weiter. Na? Sehr gut. Das heißt, das machen wir so. Ups, ja, machen wir den Seitenspiegel noch rein. So. Nochmal die 0 drücken. Da hat es die Abrechnung gegeben. Das und das drücken. Wir stellen uns erstmal hier hin. So. Wollen wir ganz genau was nachschauen? Bitte verzeiht mir das. Alles gut, alles gut. E. Eingabe. Cool. Weiter geht's. E. Und weiter geht's. Wir haben jetzt helllichten Tag. Wir haben jetzt immer das Standlicht an. Und unser Laster sieht so aus. Nee, nicht F2, sondern 2. Sieht doch schön aus. Ich weiß auch nicht, warum die so bremsen hier. Haben in der letzten Folge erklärt, wie das funktioniert mit den Geschwindigkeiten auf Bundesstraßen und Autobahnen. Gerade kann ich das mal nicht vollführen. Ja, die deutschen Autobahnen sind einfach nur zu voll. Guck mal, vor uns fährt ein Leipziger Kennzeichen. Warte mal. 8. Nee, nicht 8. 7. Nein, auch nicht 7. 9. Ich brauche nicht 9. Da 1. Alter Pelli! Was waren das? 6? 6 war das. Jetzt haut er wieder an. Schade. Warte mal, komm her ran, komm her ran, komm her ran. Alter Pelli, ja, bremst ab. Da kommt aus Leipzig. So fährt man nicht LKW bzw. Auto. Aber hier ist viel los. So, auf der Autobahn fährt man 80. Man darf aber auch 90 fahren. Bundesstraßen fährt man 60. Man kann aber auch 70 fahren. Beziehungsweise 80. Ich fahre aber immer 70, das ist für mich ist sicherer. So, dann fährt man als erstes immer rechts. Ne? Es sei denn, man muss mal jemanden überholen. Es gibt aber auch Stellen, wo Überholverbot ist, da geht es natürlich nicht. So, in Städten fährt man 50, normal. Die überhole ich sogar mit 80. Der ist wahrscheinlich schwer geladen.
eine etwas scharfe Kurve. Wir hören mal wieder auf 90. Ja, ich habe in der letzten Folge schon angesprochen, dass ich in Urlaub fahre. Und das habe ich auch diesmal getan. Da gibt es wahrscheinlich auch so ein Reisetagebuch. Und dieses Reisetagebuch werde ich höchstwahrscheinlich mal ausprobieren zu drehen. Mal sehen. Hier ist wieder Langweiler. Wir schlafen da ja nicht schuppen. Guck mal, der bremst schon wieder ab hier. Wenn der jetzt rauszieht nach links, ne? Ich kill den. Ah, bleibe rechts. Ist eine Bremse drin oder weil die das ausschaut? Er hat Licht an. So, hier vorne muss man anscheinend abfahren, aber wir bleiben erstmal hier auf dieser Spur. Berlin, Rostock, Dresden. Die KI fährt ja 40. Ich habe aber wieder einen weiten Ausholwinkel. Kann ich den jetzt auch nicht so einfach überholen? Alter, es ist Beschleunigungsstreifen! Mann! Geschieht dir recht! Geschieht dir recht! Wo kommt er her? Aus D wie Düsseldorf. Wollt ihr mal ein paar Fotos machen? Ich finde diesen Modus übelst cool. KS ist Kassel und E ist Erfurt. Oh, gehen wir hier hin. E, so. Aus Söhl der Straße. Und Speedshot. Gehen wir irgendwie die Fahrtbalance ein bisschen hinstellen. Schaut aber gut aus, oder? Nee, so nicht. Aber so. Ja. Er ist zu knallig. Zu schwarz-weiß. Und Schärfe. Noch ein bisschen. Übergang zur Unschärfe. Aha. Wenn wir das so machen. Das ist voll. Das muss ich ein bisschen zurück machen. So. Genau, die Tiefenschärfe. Sieht man da einen Unterschied? Lass ich mal auf mittig, Sichtfeld. Alter. Ja. Da fahren wir. Da fahren wir. Komm, das kann man sogar noch so ein bisschen drehen. Und rüber. Alter, wie geil ist das denn? Und so steuern.
ich will aber wieder zurück. Also runter. Rüber. So, ich komme jetzt nicht über die Leitplanke hoch. Rüber. Ein bisschen vor. Ne, zurück, warte ich. Zurück. Und ein bisschen hoch. So. Und. Screenshot. Vielleicht noch ein bisschen zurück. Ah, das Sichtfeld ist schon genial. Screenshot. Noch ein bisschen in die Richtung. Mal sehen, wie es geworden ist. Fahren wir mal weiter. Genau. Das Fotostudio. Auf der A10 sind wir gerade, Berliner Ring. Wir fahren auch noch den Warschauer Ring. Und selbst das ist ein bisschen sehr gewagt. Da drüben nach Polen jetzt zu fahren. Auf der A10 immer noch. Wir können ja ein bisschen rumfahren. Es ist jetzt bereits 5:30. Sehr gut. Ja, das ist auch so, wenn man schön mit Landschaften fotografiert. Ich finde sowas schön. So. Hupsala. Aber rechts wird man nicht überholen, auch wenn es eine Ausfahrt ist. Ist er nicht ausgecovert. Ja, meine ich doch. Mensch, 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 Mensch. Hier ist keine 40. So. Mal aufpassen, was hier runterkommt. Sind wir auf 90, können wir da rüber. Von da müssen wir eh wieder runter. Richtung Posen. Auf die A3. Ne, A12, oder? A12, genau. Wenn wir hier in Polen sind, können wir ja mal ein bisschen Gummi geben. Können wir ja mal machen. Mal sehen, was der Anhänger dazu sagt. Salab. Nächste Pause in 8 Stunden. Wir fahren noch 8 Stunden.
Also geführte 5 Stunden. Oder? Also die Zeit geht schon zurück. Aber es ist ausgeglichen, der Dienstag. Geht nicht so schnell die Zeit runter, aber sie geht runter. Ist auch ganz schön viel los, ne, Richtung Polen. Frankfurt Oder kommt jetzt gleich hier, müsste irgendwann Fluss kommen. Eine gefährliche Kurve und was hier alles für Massenbetriebe ist, ja. Hier ist die große Oderbrücke. Die Oderbrücke. Hier können sie ohne Geschwindigkeitsbegrenzung oben drauf machen. Hier ist die Autobahn zu Ende. Guck mal, was hier von Massen von Autos da sind, ne? Was bremst du denn hier alle ab? Also, geht's noch? Aha. Also, Zollhaus, ja? Grenzen sind ja hier offen. Ich gebe hier gar nicht so viel Gas. Weil hier vorne gleich schon ja die erste Mautstation ist. Anstellen. So ist das mit dem Zoll. Sehr gut. Gott sagen, gib mal ein bisschen Gummi her. Sind wir in Polen? Jetzt wollen wir ja mal ein bisschen Gummi geben. Strecken wir mal über die Schlänge, weil hier interessiert es ja niemanden in Polen. Also die polnische Polizei. Die müssen es nämlich wirklich einführen. Die Polizei. Wie bei den Amerikanern, dass die immer mal noch mit rumfährt. Ja. Hier gibt es einen Zoll. Zoll mal an.
Stettin geht's ja nach Stettin. Kommst du denn her, ja? Aus Frankfurt. Die letzten 400 Kilometer kann man ja in der zweiten Folge schauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt den Tag. Habt Spaß. Ciao.